Und damit herzlich hallo zurück zu Pokémon. Wer hätte es gedacht? Ich spiele doch endlich mal weiter. Nee, das Problem war jetzt die letzten Tage, du kannst ohne Ofen schlechten Kuchen backen, sage ich mal. Und deswegen gab es jetzt keine Folgen, weil im Prinzip kein Computer. Der Wert in der Gefahrenzone ist sehr alt, aber er ist doch immer im Dienst. Allerdings trägt er ein Gebiss. Ich trage auch ein Gebiss. Der Unterschied ist, ich kann es nicht rausnehmen. Da sind wir auch gleich wieder drin. Dumme Sprüche. Links und rechts. Ich soll vielleicht mal langsam mit Spider-Man weitermachen, damit das Bedürfnis abgebaut wird. Bill sammelt auf seinem PC Daten über Pokémon. Hat er sie dir gezeigt? Naja, ja, also... drei davon. Der Penner. Hätte ruhig mal ein bisschen mehr rausrücken können. Was bist du für einer? Hast du schon Bill getroffen? Er ist mein Enkel. Schon als kleines Kind hat der Kerl alles Mögliche gesammelt. Aha. Bah, Billhaus, bloß aus hier. Am Ende verwandeln sie sich ja auch alle in Viecher. Sieh mal eine an. Eine Arena. Das Coole ist, die Arena tut so, als wären da total krasse Wände, die man nicht sehen könnte, aber da die hier gerade, also wenn du mal genau hinguckst, siehst du, dass die im Prinzip gestrichelte Wände sind. Von daher, du siehst sie trotzdem. Aber ich tue trotzdem immer gerne so, als würde ich nicht wissen, wo ich langlaufen muss, denn damit das Ganze spannender bleibt. Was sagst du, Kumpel? Hey, warte, du Champion in Spay. Die Arena von Fuxania City ist voller unsichtbarer Mauern. Du kannst Koga sehen, ihn aber nicht erreichen. Du musst nach Lücken in den unsichtbaren Mauern suchen. Koga, du hast da was falsch verstanden. Du bist ein Ninja. Ninjas können alles machen, ohne gesehen zu werden. Nicht, man kann nichts machen, während man sie sieht. Ein bisschen verdreht. Ist natürlich die Frage, was machen jetzt? Baller ich gleich los auf die Arena oder eher nicht so? Ich muss mich erstmal wieder einfinden. 31 Mew, also ich müsste Mew theoretisch trainieren. Praktisch ist es scheißegal, wenn ich hier gerade trainiere, so wie es aussieht. Aber ich glaube, Aaron würde ich jetzt gerne mal vorschieben langsam. Andererseits wollte ich auch angeln gehen. Andererseits habe ich die letzten Folgen auch mit so viel Blödsinn vertrödelt. Deswegen, das war jetzt eh Pause, deswegen wird es euch nicht groß auffallen, wenn ich weiter mit Blödsinn fortfahre. Aber wisst was? Ich nehme jetzt die Arena auseinander. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Keine Ahnung, mein Vogel kann leider keine Psycho-Attacken, soweit ich weiß, seid ihr alles ganz schön giftige Burschen. Jongleur möchte kabbeln. Und setzt Traumato ein. Weißt du, Traumauto? Ich sollte dich mal mit dem Bettmobil bekannt machen. Ich lass ja schon. Flieg, Aaron! Psycho gegen Nani. Mama, warte. 34. Ach du Scheiße. Was? Was? Er zieht sein. Okay. Das tut weh. Das tut weh. Scheiße, sind alle viel stärker als ich. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Das heißt, ich muss jetzt trainieren gehen, denn das ist wirklich bösartig. Tja, wäre lustig gewesen. Weißt du, er ist jetzt in der Luft und dann wird der Aufsetzer auf einmal. Also, ruckzuck, hieb. Hoffentlich hilft's. Volltreffer! Kadaraba! Wurde besiegt. Vielleicht sollte ich ihn Vincent Raven nennen. Möchtest du das Pokémon wechseln? Was? Traumato? Nö! Nö, gegen Traumato habe ich gerade schon sehr, sehr gut bestanden. Pass auf, ich fliege einfach wieder. Hui! Und Traumato benutzt Kopflos. Geht natürlich daneben, aber Aaron fliegt ihn weg. Nein! Überlebe, Aaron! Super, Aaron, du bist echt cool drauf. Zum Glück war es keine Hypnose. Yeah. Du hast mich reingelegt. Ja. Ich habe gerade beschlossen, die Arena ist gerade noch ein bisschen zu krass für mich. Fuxania City, Pokémon Arena, Leitung Koga, bisheriger Sieger Lugion. Mann, dieser Lugion, der ist so krass drauf. Fuxania City, Pokémon Arena. Siehst du, Kampf. Da stand irgendwas von wegen giftiger Ninja-Meister, bla blub. Rück mal raus mit den Pullen. Hab ich hier drin schon mit allen geredet? Ich glaube nicht, oder?
Ich kann sie ja mal ansprechen, alle. Hey, wer bist du denn? Man kann nicht nur mit einem starken Pokémon gewinnen. Es ist mühsam, doch alle Pokémon sollten ungefähr den gleichen Level haben. Ja, siehst du hier? Also ich kann euch sagen, aus Erfahrung, es ist total einfach, wenn man nur eins trainiert, in dem Fall Lunterion. Der wäre jetzt nämlich schon auf Level 50 und wird die einfach alle wegrotzen in der scheiß Arena. Aber da ich ja gesagt habe, ne, alle auf gleichem Level, fucken wir hier gerade so total ab mit Level 32, 31, diesen ganzen unterbesetzten Scheiß, den die mal gerade haben. Westlich von Vertania City liegt ein Pfad. Er führt zum Hauptquartier der Pokémon-Liga, der höchsten Instanz für Trainer. Ey Puppe, da bin ich voll auf dem Weg. Du studierst die Pokémon? Dann geh in die Safari-Zone. Dort gibt es viele seltene Pokémon. Ist hier noch jemand, der seinen Senf dazu senfen will? Nö, gut, dann bin ich mal draußen. Safari-Zone, Haus des Wärters. Welches? Hallo, Hasse. Ich glaube, du brauchst deine Zähne. Alte Pokémon-Spielsachen. Du bist stärker, um den Feld zu bewegen. Okay. Der braucht seine Zähne irgendwie wieder. Aber wie? Ich bin nur der ältere Bruder des Profi-Anglers. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, klar. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln. Der wird deshalb Profi-Angel. Ich habe jetzt drei Angeln dabei, ja? Langsam reicht's. Ich will auch Spaß angeln. Aber mit der Super-Angel hier, nicht mit dieser Flaschenangel, die der mir da andrehen will, der Papa, der. So. Ach ja, genau. Das ging ja hier andersrum. Wie war denn das nochmal? Wie musste man hier angeln? Achso, es beißt einfach an. Zubat. Goldini, Goldini. Ein wildes Goldini darf sein. Haben wir schon Goldini eingefangen? Weiß das irgendwer? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme es einfach mal mit, ne? Wenn es das überlebt. Boah, ernsthaft? Du greifst einen Vogel mit Schnabel an? Na, du hast aber ganz schön große Lippe hast du hier, riskierst du aber. Wunderbar, Goldini wurde gefangen. Für Goldini wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Wir hatten es also noch nicht. Dini! Weil die Schwanzflosse dieses Pokémon bauschig wie bei einem Ballkleid ist, nennt man es die Wasserkönigin. Achso, ich dachte das Ballwasser oder so. Möchtest du Goldini einen Spitznamen geben? Also die Ballkönigin, ne? Dann nennen wir. Haben wir schon Biatch vergeben? Ich weiß es nicht. Und wenn schon, dann wird es jetzt wenigstens anders geschrieben. So. Ich habe letztens schon die Box gewechselt, ne? In weiser Voraussicht, dass wir nicht auf einmal vor einer vollen Pokémon-Box stehen und uns wundern, wo denn wir weitermachen können, dürfen, sollen. Müssen. Oh, können wir mal aufs Fahrrad steigen? Ich glaube, es geht schneller. Mal ein bisschen umsehen hier. Vor dem Eingang zur Safari-Zone befindet sich ein Zoo. Das Safari-Spiel ist ideal, um Pokémon zu fangen. Mhm. Warte, von hier aus können wir gerade? Ich will ja gleich Safari-Zone. Ne? Oh, hier gibt's noch so ein paar Spinner mit Vögeln. Die können wir mal kurz aufreiben. Ich laufe überall des Hungers, um Pokémon aufzuspüren. Ratschin. Vogel möchte kabbeln. Und ja, es sind alles komische Vögel. Los, Aaron, zeig ihm, dass du der überlegene Vogel bist. Ich bin gerade voll auf gezieltes Training. Ich will jetzt, dass er hier mal noch ein paar Level dazu bekommt, damit er krasser wird.
Professor Furienschlag. Der ist immer so furios. Boah, mach's bald mal. 5-mal getroffen. Alter, ey, wenn ich könnte, würde ich dir jetzt 7-mal den Arsch aufreißen. Ibi-Tag, na geil. Kauf dir mal einen Hals. Ruckzuckhieb, mal gucken. Vielleicht ziehen wir ihn ja schnell genug ab, aber nee, offenbar nicht. Hör auf zu heulen. Oder anders, heul doch. Was? Der ist schneller, der Sack. Na pass auf, du, dir werde ich aber sowas von die Hocke ausreißen, du. Bam. Was? Meth, los. Besiege mein Kristall-Meth. Und hör auf zu heulen. Was haben wir denn? Mega-Hieb, Metronom, Wandler, zerschneide ich. Nimm mal Metronom in der Hoffnung, dass irgendwas Cooles bald rauskommt. Hä? Achso, Himmelsfeger. Okay, das war offenbar ein Volltreffer. Krass. Also sowas, ja. Ich bin auch total schockiert. Das hier ist mein Gebiet. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Polly möchte einen Keks. Vogelfänger möchte kabbeln. Und hat 4 Viecher dabei. Ach du Scheiße. Ein Habitag auf 26. Flieg mal. Mal gucken, ob du den wegfegen kannst. Ja, das ist gut. Das ist so eine Leute gefallen mir. One-Hit-Killer. 33, wir sind auf gutem Weg. Ja, komm, lass ihm die Habitags rüberschieben. Die werden hier alle einmal weggeflogen. Und dann siehst du, wie hier die Kacke am Dampfen ist. Weiß gar nicht, warum ich schon wieder mit 2 Händen am Controller bin. Ich krieg das hier mit einhändig gesteuert. Ich hab's ja extra umgestellt. Nö, ich möchte nicht wechseln. Da kommen wieder so richtig geile alte Zeiten auf. Ist zwar schon über 20 Jahre her fast, aber einhändig Pokémon spielen. Ich spiele Pokémon mit links. Das musste man erstmal schaffen. Beziehungsweise man kann Pokémon mit links viel einfacher spielen. Oder? Die habe ich damals immer in den Gameboy gehalten. Weiß ich gar nicht mehr. Aktuell halte ich es mit links. Er ist schneller als ich, ne? Ups. Also ich glaube, Meth mag das überhaupt nicht. Ich hab den Vogel weggesurft. Das Coole ist, Meth wird irgendwann sowieso Surfer erlernen. Von daher, coole Sache, Meth. So, noch ein Habitat. Ja, bitte wechseln. Das kann unser übergroßes Taubsi wieder erledigen. Und Tauboga fliegt. Verdammt. Tja, die Folge heißt wahrscheinlich die 3 schrägen Vögel. Wie klingt mein Vogel-Lockruf? Beschissen. Komischer Vogel Jens möchte kabbeln und setzt ein Ibitag ein. Nein, ein Dodri. Ach du Scheiße. Los, Aaron! Flucht nach hinten antreten, aber flott, flott. Sonst gerne, aber nicht mit dem Energielevel. Siehst du, da wären wir nämlich schon voll im Arsch. Krasesare. Metronom. Die Attacke ist so lustig, man weiß nie, was kommt. Ja, wetten, dass Mew gleich drauf geht? Mega-Hieb. Okay, wen wollen wir denn als nächstes Mic Drop hier? Komm, du wirst hier voll den krassen Bam ab. Was ist denn das?
diese ganzen Popper, die hatten ich doch vorher auch nicht drin, ne? Deswegen habe ich hier extra, warte mal kurz, das ist so ein Popschutz. Vielleicht sollte ich weniger spucken, während ich rede. Ja komm, es ist ein Vogel, du könntest jetzt entweder sehr drachenhaft wütend sein, du blubstrahlst ihn weg, du tackelst ihn weg oder du zerfleischst ihn. Ich bin für Beißen. Beißen hat mehr Stil. Vor allem, wenn man so ein riesengroßes Maul hat wie du. Okay, das wird jetzt wieder ein Furienschlag mit, ich wette mal, ganzen 5 Treffern. 4. 5. Wenn ich hier mache, dann trifft er nur 2-mal. Wetten das? Okay, ich habe mir da echt Geileres vorgestellt. Drachenwut. Leider stellte sich heraus, es war nur eine Partymaus. Mic Drop wurde besiegt und war eher ein Rohrkrepierer. Los, Teratox? Oder Lou? Teratox oder Lou? Teratox oder Lou? Erstmal Lou, weil Teratox ist noch ein Kaliber höher. Ich muss mich bald sowieso von einem von euch verabschieden, deswegen... Konfusion. Das hat ja mal richtig viel gebracht. Alter, ernsthaft? Teratox ist dieses scheiß Dodri, das macht jeden fertig. Terror. Mega-Hieb. Brech ihm sämtliche Hälse. Und es gibt noch nicht mal ein Level. Ich musste mit dir kämpfen. Ja, dann musstest du das halt und jetzt hast du ausgemusst. Du wurdest quasi ausgemustert.